Hallihallo allerseits und herzlich willkommen zurück zu Subsistence. So, wir hatten uns ein paar Sachen hingestellt. Jetzt war das nächste Ziel auf jeden Fall ein paar Pfeile mal zu machen. Wir werden uns mal ein paar Stöcker herstellen. Mal gucken, was die Truhe da sagt, ob wir dann rankommen. Die Truhe sind ja so zwei Truhen. Die nehmen wir auf jeden Fall beide mit. Noch mal schnell ein bisschen Holz mit, damit wir uns gleich neben den Pfeilen auf jeden Fall weiter um den Ofen kümmern können, dass sie uns nicht ausgeht. Die Nacht bricht herein. So, gucken wir, was das Beet eigentlich macht, wie voll unser Wassertank und so noch ist. Oh, okay, 36% könnten wir morgen auch mal wieder nachfüllen. Zack, unser Feuer. Oh, ist eigentlich noch genug drin, aber wo wir schon dabei sind, schmeißen wir mal schnell etwas nach. Nehmen wir Wasser wieder raus. Und Martin haben wir auch schon wieder, genau im Rhein. So, die Nägel, die Stöcker und die Federn. Dann können wir hier Munition, Pfeile, zwei, na, auf jeden Fall einen Stock, damit wir auf jeden Fall eine gerade Summe haben. Dann haben wir wieder drei Pfeile, das ist schon mal in Ordnung. Ich meine, viel ist es ja nicht, drei Pfeile, zwei Schüsse mit der Schrotflinte, allzu weit kommen wir da nicht mit. Na komm, sieh zu. Ach ne, vier Pfeile, okay, dann hätten wir sechs Pfeile, also stell dir mal zwei Stück her. Ja, okay, das sieht schon etwas besser dann aus. So, wo, wie weit waren wir hier denn? Oh, was war hier unser nächstes Ziel? Die Werkbank. Dafür brauchen wir zusätzlichen Speicher. Die Raffinerie, ich meine, damit könnten wir zwar Roherze verarbeiten, ich weiß im Moment aber nicht, was uns das so wirklich bringen sollte. Ich meine, das Bett wäre auch nicht schlecht, aber wir haben definitiv zu wenig Leder. Oder Stoff, sagen wir mal, viel mehr Leder ist es ja gar nicht, Stoff. Wofür bräuchten wir denn hier Erze? Da bräuchten wir mal Eisenfragmente beim Sturmgewehr. Aber ansonsten bräuchten wir hier doch noch gar keine weiteren Erze, um irgendwas herzustellen, oder? Ja klar, für die schweren Rüstungen, aber ich meine, da kommen wir so schnell eh noch nicht hin. Dafür bräuchten wir jetzt mal mehr Stoff. Dafür bräuchten wir definitiv noch einiges, aber... So, machen wir nochmal zwei schnell. Und dann haben zwei Pfeile hinterher. Oh. So. Ach Quatsch. Das da wieder rein. Die Möhren, da machen wir mal Samen raus und pflanzen die dann schnell ein. Das müsste hier wohl noch gehen im Dunkeln. Ach, ist ja voll. Kalt ist es. Nix hier rein hier. Ins warme Häuschen.
Fett? Ach ne, hatten wir rausgenommen. Okay, Biokraftstoff, da haben wir noch einiges von. So, im Gucken, was wäre dann hier der nächste Holzaufnahme? Raffinerie macht keinen Sinn. Bett weiß ich nicht so recht. Dadurch spawnen wir zwar an der Basis wieder, aber ich sag mal, so problematisch ist das jetzt ja auch nicht mit dem Zurücklaufen. Das hält sich noch in Grenzen. Sturmgenerator. Müssten wir jetzt mal einen Energiespeicher haben, um das zu erweitern. Oder Massespeicher. Dann könnten wir auch erst die Werkbank. Tierhaltung. Bräuchten wir zwei Seile für. Ich meine, da hatte ich aber bereits schon einmal nachgeguckt. Dafür, ne, das reicht definitiv nicht. Also wäre nächstes Ziel wohl tatsächlich erstmal ein Energiespeicher und Massespeicher. Energiespeicher, Massespeicher. Dann bauen wir den erstmal. Ein Energiespeicher. Damit wir zusätzlich Energie speichern können. Okay. Das kann dann wieder rein. So, die können auch erstmal wieder rein. Das nehmen wir mit. Die Seile können auch erstmal rein. Kann da auch erstmal rein. Die Samen werden wir dann hier auch erstmal zwischenlagern. So, was sagt unsere Munitionsproduktion? Könnten wir wenigstens noch ein bisschen was herstellen? Könnten noch drei Patronen und nichts an Schubländer. Dann machen wir auf jeden Fall die drei Patronen. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Proteine sind auch schon ziemlich weit unten. Also sollten wir auf jeden Fall, sobald es wieder Tag wird, mal auf die Jagd gehen. Und versuchen mal das eine oder andere Häschen zu schnappen. Ja, so langsam wird's hell. Das ist doch in Ordnung. So, das hätten wir. Laden wir hier mal direkt nach. Drei Schuss. Gucken, können wir schon raus von der Temperatur hier oder friert man noch? 5 Grad. Ich glaube, das hält sich gerade noch in Grenzen. So, mal schauen, wo wir was zu fressen finden. Zack, Volltreffer. Blaubeeren. Fasern, die brauchen wir immer. Und einen Wolf. Den brauchen wir nicht. Na, er wittert uns gerade. Laufen wir auch lieber erstmal ein bisschen in diese Richtung. Ich glaube, wir sind ja weit genug weg. Huhn. Oh, vorbeigeschossen. Wieso kann man eigentlich manchmal die Pfeile aufheben und manchmal nicht? Jetzt sehe ich ihn hier zum Beispiel gar nicht.
steht das Huhn natürlich auch genau in der Nähe des Wolfes, ne? Das ist natürlich auch wieder glorreich. Der nächste Wolf kommt schon von hinten. Ich sag ja das Gute, aber auf der anderen Seite auch der Nachteil an dem Bogen ist ganz einfach, dass ein Schuss ausreicht. Schrott hier mitnehmen. Nehmen wir mal schnell mit hier das Huhn. So, die Kiste noch. Dann könnten wir auch... Was sehen für ein Knacken? Der Bär das oder... Irgendwas hat hier doch gerade echt arg geknackt. Ich sehe nichts weiter. So, so sehe ich jetzt erstmal nichts weiter. Ich würde sagen, geben wir jetzt erst eben zurück und grillen uns unser Hähnchen und unser Karnickel. Ich weiß nämlich nicht, wie lange das hält, wenn die bereits gestorben sind, ob die dann das Fleisch dann schneller vergammelt im Inventar. Ansonsten hält es hier erstmal eine Weile, weil man dann das Tier ja noch schlachten kann. Ich weiß nämlich nicht, ob das auch der Fall ist, wie gesagt, wenn es bereits tot ist. Jetzt ist meine Ausdauer natürlich ganz unten. Da rennt, glaube ich, gerade sogar ein Reh bei uns beim Lager lang. Ja, jetzt rennt es ins Wasser. So, hier im Schlachten. Der schmeißen wir da im Dorf. Dann haben wir wieder ein Leder und zwei Federn. Das ist auch schon mehr gut. Brett, das packen wir da aus, mal alles mit rein. Schrott sowieso, die Blätter können auch noch mit rein. Okay, das braucht noch eine Weile. Gucken, was sie uns hier sonst noch so bietet. Wie viel Holz haben wir noch? 22, ja okay, das reicht noch kurz, obwohl wir Holz wahrscheinlich auch wieder benötigen werden, um... Oh, Ausdauer ist unten, weil unser Essen weg ist. Wie viel haben wir noch zu trinken? Dann machen wir es anders. Dann trinken wir jetzt erstmal einen Schluck, dann können wir uns nicht gleich noch wieder Wasser auf den Rückweg mitnehmen. Gehen wir jetzt erstmal hin, ziehen uns ein Stück Fleisch rein. Vorher füllen wir aber noch unser Wasser hier auf. So, das hätten wir. Hey, da ist ja praktisch unter unserem Lager, ist eine Truhe. Kommen wir da so ran? Da hinten jagt ein Wolf ein Reh. Wäre jetzt natürlich mal interessant, wenn der das hierher treibt, ob wir dann auch das Reh noch erschießen können, weil es dann ja vielleicht bereits gut verletzt ist. So, ziehen wir uns mal schnell hier das Fleisch rein. Essen wir es auch noch. Oh, ist ein Wahnsinn, ey, gerade mal die Hälfte voll. Bei den beiden Tieren. So, das machen wir erstmal noch. Das wollte ich eben nämlich schon, das habe ich vergessen. Hier das Wasser auffüllen. So, noch einmal. Ich glaube, dann reicht das auch erstmal wieder mit Wasser. Dünger
könnten wir gleich auch noch etwas reinpacken. Füllen wir die Flaschen schnell wieder auf, schmeißen die auf den Grill. Dann können wir nämlich da auch gleich den Dünger rausnehmen. So, nehmen wir mal die Hälfte hier raus und schmeißen auch nochmal schnell die 2-3 Scheite nochmal nach. So, machen wir lieber noch 2. Sehr schön. So, und den Dünger hier rein. Zack, haben wir den auch aufgefüllt. Okay. Das in die Kiste. Der kommt auch erstmal da rein. Essen wir hier dann schnell 1-2 Blaubeeren. So. Ja, ihr Lieben, dann sind wir an dieser Stelle auch schon wieder am Ende einer Folge. Der Wolf, ich weiß nicht, ob er das Reh verfolgt, ob er jetzt ins Wasser gefallen ist. Auf jeden Fall schwimmt der da noch seine Bahn. Ich weiß nicht so recht, was der davor hat. Auf jeden Fall sind wir jetzt am Ende einer Folge und wir sehen uns dann demnächst wieder bei Subsist. Bis dahin, ciao!